Hallo und herzlich willkommen zum Workers Cast, dem Podcast für Handwerksunternehmer. Mein Name ist Jörg Mosler und du bist hier richtig, wenn du nicht in der grauen Masse aller mitschwimmen willst, sondern als Unternehmer immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen und Impulsen bist. Hallo, ich begrüße euch wieder zum Workers Cast und heute habe ich eine Special-Folge für euch, auf die ich mich ehrlich gesagt schon ganz, ganz lange freue, denn ich habe einen besonderen Gast, den Trendforscher und Autor eines Buches, das ich richtig verschlungen habe, Be Prepared, Oliver Leisse. Oliver, grüße dich. Hallo Jörg, ich freue mich, dass dir das Buch gefallen hat. Sehr schön. Wir werden auf jeden Fall noch auf dieses Buch zu sprechen kommen, weil es ist richtig, richtig geil, dieses Ding. Jetzt habe ich ein bisschen was über dich gesagt, aber natürlich noch nicht sonderlich viel. Sag ein bisschen was über dich. Was machst du genau? Wo kommst du her? Ja, ich bin Trendforscher, komme eigentlich aus der klassischen Kommunikation, also habe bei den großen Agenturen so meine Grundlagen gelernt und habe dann aber seit 1998 mich mit Trendforschung beschäftigt, habe ein Online-Marktforschungsinstitut gegründet und bin dann seit 2008 im Fokus Trendforschung unterwegs. Was bedeutet, dass ich Mitarbeiter in aller Welt habe, so 50 Metropolen, da sind Deutsche in der Regel, die mir dann auf Zuruf und auf Briefing sagen, was sich gerade da tut, was passiert im Service, im Finanzen, im Reisebereich, je nachdem, was der Kunde wissen möchte. Wir fassen das in Hamburg zusammen mit einem kleinen, aber feinen Team hier und stellen die Erkenntnisse dann den Kunden vor. Und im Laufe der Zeit, wenn man so in ganz verschiedenen Branchen die Gelegenheit hat, reinzuschauen, was da passiert, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was gerade da draußen los ist. Und das ist im Prinzip keine Rocket Science, sondern das ist einfach Beobachtung und Auswertung, den Muskel der Prognosefähigkeit ein bisschen trainieren. Und ja, das klappt ganz gut, Jörg. Also ihr merkt schon, Oliver ist auch Podcast-Profi, da kommen wir später noch drauf zurück. Er hat mir die nächsten zwei Fragen, die ich stellen wollte, eigentlich schon vorne weggenommen. Also wie wird man Trendforscher? Wenn ihr das wissen wollt, in der Liste der Ausbildungsberufe wird man das nicht finden. Es gibt auch keinen Studiengang. Ja. Aber du kommst aus dem Marketing und natürlich ist eine ganz wichtige Frage, wie kommt ihr überhaupt auf die Trends? Also ihr habt keine Glaskugel da bei euch stehen in Hamburg, sondern das ist einfach ganz normale Beobachtungsarbeit. Du hast die Metropolen erwähnt. Wo seid ihr überall? So mal auszugsweise? Also die Frage, wo wir die Insights her haben, da antworte ich schon mal ganz gerne mit dem Spruch, wir machen jeden Morgen so einen Glückskeks auf und gucken, was da für ein Spruch drin ist. Ihr auch? Nein, wir haben so ein Abreißblatt, so ein Kalender und da steht immer ein guter Spruch drauf. Nee, das ist wirklich harte Arbeit. 50 Metropolen, das ist von Seattle mal ganz im Westen bis Shanghai ganz im Osten. Das ist es ist so, dass ich von 50 Metropolen rede, dass du aber, wenn du in 12 wichtigen Metropolen, da ist zum Beispiel Seoul dabei, da ist natürlich New York dabei, da ist aber auch Kopenhagen dabei, Istanbul ist im Augenblick eine spannende Metropole. Wenn du die 12 wichtigsten erfasst, dann merkst du, dass die Beobachtungen sich sehr ähneln und dass du ein sehr gutes Gefühl dafür hast, was jetzt in nächster Zeit auf uns zukommt. Also wenn du zum Beispiel, wir reden ja gleich über Handwerk, es gibt in allen Segmenten gibt es so Pain Points, also Dinge, die den Leuten auf die Nerven gehen. Mhm. Und alles, was die Menschen wollen oder nicht wollen, das ist das, was der kommende Trend ist. Das heißt, wenn die sich wünschen, mit einem Handy besser ins Netz zu kommen, dann wird irgendwann das iPhone kommen. Das war 2007 damals der Fall. Alle haben sich geärgert, wieso kann ich eigentlich jetzt mit dem Handy nicht richtig ins Netz? Gab es irgendwie nur blöde Lösungen. Dann kam Steve Jobs 2007 und sagte, guck mal, habe ich gelöst. Und alle haben in die Hände geklatscht und auf einmal war Nokia weg und Apple ganz vorne. Und so ist es bei allen Sachen. Wir beraten die Banken im Augenblick und da sind die Leute genervt, dass die Filialen irgendwie Warteschlangen, da musst du da irgendwie hingehen, hast so eine Countersituation. Mögen die nicht. Und was siehst du jetzt? Die Banken schließen Filialen oder entwickeln neue. Und dann kann man natürlich überlegen, wie sollte so eine Filiale aussehen? Was mögen die Menschen? Wo fühlen sie sich wohl? Was sind Orte, wo sie gerne hingehen? Da gehören dann eben zum gerne hingehen, also die Banken oder Versicherungsbüros eben nicht mehr so sehr, kannst du dir vorstellen. Ja. Und
Die gehen eben lieber zu Starbucks, dann kannst du analysieren, warum gehen Leute lieber zu Starbucks, was sind da die Verbindungen. Und das ist das, was wir machen, das ist Zukunftsforschung. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was ich auch immer versuche zu betonen, ist, es geht bei aller Zukunft, es geht immer um den Menschen. Ja, jo, es geht alles vom Menschen aus, ganz richtig. Genau. Und was mir sofort in den Kopf gekommen ist, jetzt muss ich vielleicht doch sagen, dann erkennt man auch, dass ich nicht mehr der Allerjüngste bin auch. Wie du gesagt hast, man kommt nicht so richtig ins Internet. Ich kenne noch die Zeit, wo man in Panik geraten ist, wenn man bei seinem Handy auf den Internetknopf gekommen ist, weil man dann so viel Kosten hatte und ganz panisch das wieder ausgedrückt hat. Aber das ist nur am Rande, das ist mir jetzt in den Kopf gekommen. Da musst du heute immer noch aufpassen, wenn du da auf den Hotspot gehst und dein Handy zum Hotspot machst und auf einmal werden irgendwie Daten hochgeladen, ist dein Download-Volumen auch weg. Also es gibt immer noch immer noch Probleme. Alles klar. Jetzt eine Frage, ja, kriegst du mit Sicherheit ziemlich häufig gestellt nach den absoluten Megatrends im Moment. Ich habe mir mal einen Satz aus dem Buch auch rausgeschrieben, weil ich ihn selbst auch beobachten kann. Der lautet, Bequemlichkeit hat Ausbaupotenzial in allen Lebenslagen. Ist das so ein Megatrend, dass alles immer bequemer sein muss? Ja, das ist genau das, was ich gerade schon so versucht habe, so ein bisschen anzudeuten. Mhm. Überall da, wo es nicht bequem ist, wo es unbequem ist, wo die Leute genervt sind, da gehen sie weg. Und sie hatten ja nie die Möglichkeit, was Besseres zu finden. Guck dir die Supermärkte an, die waren immer doof, langweilig, riesige Angebote, aber keine Führung, es war Neonlampen, es war doof. Naja, fanden die Leute nicht gut, aber sie hatten keine Alternative. Dann kam E-Commerce und zack sind die Leute beim E-Commerce und kaufen bei Amazon und Co. ein. Wir haben im Augenblick 11% im Online-Handel, das wird bis 40-50% hochgehen. Okay. Und so geht es in allen Bereichen. Also das ist wirklich ein großes Thema. Wir haben, soll ich noch ein bisschen weitermachen? Ich wollte gerade, weil ich da mir jetzt gerade was eingefallen, dann, also bevor dann wir... Schubst mich in die richtige Richtung. Ich schieß hinein. Nee, ich wollte in deiner Richtung bleiben, weil mir was dazu einfällt, bevor wir jetzt die Brücke zum Handwerk schlagen. Das Angebot Amazon Go gibt es ja jetzt, glaube ich, in 2017 Seattle. Ganz neu in Seattle. Wie siehst du das? Also kurz zur Erklärung für alle. Ein Supermarkt, wo es keine Kassen mehr gibt. Ich gehe rein, ich logge mich übers Handy ein, nehme einfach mit, was ich mitnehmen will. Und wenn ich wieder rausgehe, dann wird es automatisch meinem Konto abgezogen und ich muss nicht mehr warten oder sonst irgendwas. Wie siehst du das? Ja, ist sicherlich die Zukunft, weil wir schreiben mehrere Blogs auch für Unternehmen, wo wir über Entwicklungen berichten. Mein Mitarbeiter Dennis hat gerade mir gestern berichtet in der Recherche, es gibt in Japan auch eine Kette, Handelskette, die probieren gerade, dass du Waren, die du in deinen Korb tust, dass die automatisch vom Korb gescannt werden und sozusagen auf deine Payroll kommen und am Ende wird es automatisch abgerechnet. Mhm. Du setzt dann auch noch deinen Korb in eine Halterung rein, dann klappt unten der Korbboden auf und die Sachen, die da drin sind, fallen direkt in die Tüte und dann nimmst du die Tüte in die Hand und gehst weiter. Das klingt jetzt nicht dramatisch, aber das sind so kleine Dinge, die den Leuten Spaß machen, weil sie müssen einfach nicht mehr an der Kasse warten. Ja. Sie müssen nicht mehr irgendwie warten, bis ihre Waren eingepackt werden, sondern zack, das geht so. Und das sind die Dinge, die Menschen faszinieren. Und erstmals gibt es jetzt Angebote, ganz viele Startups, die sich da Gedanken machen. Und schon hast du das, was wir so Disruption jetzt gerade nennen da draußen. Das sind kleine Veränderungen, die aber das ganze Spiel verändern. Mhm. Also ich finde das richtig, richtig interessant, gerade jetzt so diese zwei Themen, also Zeitersparnis und Bequemlichkeit, weil das auch Dinge sind, die ich in jedem Unternehmen machen kann, wenn ich mir darüber Gedanken mache, okay, wie kommen denn die Menschen zu mir, was für Kontaktpunkte habe ich da, wie kann ich das bequemer, wie kann ich das angenehmer, wie kann ich das zeitsparender machen, das kann ich in jedem Unternehmen machen, ganz gleich, ob ich 2 Mitarbeiter habe oder 2000, das ist vollkommen egal. Deswegen finde ich das richtig interessant, ja. Ja, will dir noch ein Beispiel aus, du hast ja nach den kommenden Trends gefragt. Ja. Wir haben 2016, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wenn du Kinder um dich rum hast, dann bestimmt Pokémon Go ist so ein Thema gewesen. Da ist mein Kleiner noch ein bisschen zu klein dafür zum Glück. Aber du kannst ja schon mal üben, du kannst ja schon mal vorspielen, dass wenn er dann groß ist, dass du ihm das alles zeigen kannst. Bis dahin gibt's. Ja, da ist der Gedanke, dass du in Zukunft Augmented Reality Optionen hast. Das heißt, du hast eine Brille auf, durch die siehst du ganz normal die Umwelt so, wie sie ist. Da kommt aber auch dann noch was dazu. Das heißt, du kannst Dinge virtuell da reinbringen in die Realität, wie zum Beispiel so ein kleines Monster von Pokémon, also ein Pocket Monster.
aber eben auch andere Dinge. Und da wird's dann schon wieder ganz spannend. Es gibt ein Beispiel für eine Augmented Reality Brille. Die haben in Amerika so einen kleinen Case auch rausgebracht, den ich in meinen Vorträgen gerne mal zeige. Und da geht es darum, da kommt ein Schreiner in den Haushalt, die Dame des Hauses öffnet die Tür, der kommt rein, die haben beide eine Brille auf. Und dann kommt der Schreiner und sagt, okay, da hinten wollten Sie ja die Regale haben. Ich habe das mal vorbereitet und dann macht er eine Wischbewegung und dann siehst du an dieser Wand die Regale, wie sie aussehen würden, wenn sie dann da installiert werden von dem Schreiner. Ja, das ist cool. Das ist cool. Und dann sagt die Hausfrau, die guckt sich das an, die geht ein bisschen nach links, geht ein bisschen nach rechts. Du siehst es, also die Regale sind da wirklich an der Wand, die werfen Schatten. Das ist um den Kamin rumgebaut, es sieht super aus. Und dann sagt sie, ja, ich hätte sie gerne ein bisschen kürzer. Und dann geht sie zur Wand und macht mit der Hand, schneidet die Regale an einer Stelle ab. Und da verschwinden die dann auf der Seite, wo sie abschneidet, und die Regale sind kürzer. Und dann sagt der Schreiner, ja, ist kein Problem, machen wir. So sieht es aus. Und dann hebt er nur die Hand und da ist dann der Kostenvoranschlag drauf. Die Dame unterzeichnet und dann kannst du dir vorstellen, das ist eine ganz andere Art, mit Handwerk umzugehen. Ne? Du kannst dir das fertige Ergebnis angucken, bevor es gemacht wird. Ja. Und ich stelle dir vor, der Schreiner sagt, guck mal, wir überlegen jetzt, wie wir Ihre Küche machen. Wir gucken gemeinsam uns das jetzt mal an. Da gibt es drei Varianten, ich würde Ihnen das empfehlen. Da tut sich was im Service. Vorne am Frontend tut sich was. Hinten muss immer noch geschraubt werden, aber vorne ist eine ganze Menge los. Alles klingt richtig cool. Hast du da, gibt es da einen Link dazu, den ich irgendwie in die Shownotes packen kann? Gibt es da ein Video? Da gibt es ein Video. Ich suche das mal raus. Das ist von dem Hersteller der Brille. Okay. Ich suche das raus, ich schicke dir das. Perfekt, dann packe ich das in die Shownotes mit rein. Und ja, ihr seht, Podcast-Profi hat mir schon wieder eine Brücke gebaut. Jetzt sind wir richtig im Handwerksthema drin. Mal persönlich kurz zu dir. Hast du ein persönliches Erlebnis mit dem Handwerk, mit einem Handwerker, wo du sagst, hey, das ist wirklich Handwerk der Zukunft, so sollte es bei mehreren sein? Also ich glaube, dass grundsätzlich beim Handwerk die Leistung ja sehr hoch ist, die wird auch geschätzt von den Menschen. Ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, dass man diese Leistung auch spürbar macht. Also das heißt, du musst als Handwerker deine Leistung, dein Wissen, du darfst nicht davon ausgehen, dass das alles bekannt ist. Da ist zwar ein gutes Grundvertrauen, das sehen wir auch immer wieder in den Umfragen. Handwerk hat unheimliches Potenzial, aber du musst diese Leidenschaft, die in dir drin ist als Handwerker und das, was du kannst, musst du auch deutlich machen. Und in dem Punkt dieses Deutlichmachens sind die Handwerker keine Profis, habe ich den Eindruck. Die vermitteln nicht richtig, dass sie so brillant sind, was sie alles können, dass sie flexibel sind, dass sie sich auf den Kunden einstellen können. Und ich glaube, an der Stelle muss man jetzt ganz besonders aufpassen in nächster Zeit, weil es gibt immer mehr Dienste, die Handwerksarbeit vergleichbar machen, Plattformen, die dann kommen und wo ungelernte Menschen ihre Dienste anbieten. Das ist ja eine große Gefahr. Ja. Und was kannst du nur machen? Du musst aufklären, 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 Leidenschaft zeigen, dich mehr besser in die Menschen reindenken. Also du brauchst jemanden, der, wenn er kommt und etwas im Haus macht, im Vorgespräch sich Gedanken macht, wie kann ich zum Beispiel jetzt den Parkettboden vorher abdecken und schützen und das mit andenkt und dem Haushaltsvorstand sagt, pass auf, wir können das schnell und billig machen. Ich gebe nur zu bedenken, Sie haben hier so schöne Möbel, wir würden die gerne wirklich gut abdecken, und dann müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das dauert ein bisschen länger, aber das ist danach, werden Sie sehen, das lohnt sich, weil Sie haben den Vorteil, dass Sie dann gar nicht mehr in den Ecken den Dreck haben und so weiter. Das ist Mitdenken. Ich weiß nicht, ob ich das deutlich mache. Ich glaube, dieses Menschliche vorne, dieses Frontend, da muss man wirklich jetzt ran. Und da muss man den Handwerkern noch mehr Mut zusprechen, dass sie sich da mehr engagieren. Weil, dass sie ihren Job gut machen, ist offensichtlich laut aller Umfragen bekannt. Nur, was kriege ich für mein Geld? Der Handwerker hat ja einen Preis. Und ich muss den muss ich besser transparent machen und deutlich machen, was mache ich da alles als Handwerker? Was bekomme ich da alles als Beauftrager?
Also ich muss es an dieser Stelle jetzt mal sagen, wir haben uns nicht abgesprochen, ja, aber in dieser Antwort hast du eigentlich meine komplette Jobbeschreibung abgeliefert. Das ist genau das. Das ist genau Yay. Das, was ich mache. Wirklich, ja, wir liefern Qualität und das läuft auch alles, aber wir müssen einfach gerade, du hast das Stichwort Leidenschaft angesprochen, das ist ja auch einer der 30 Trends, die du in deinem Buch beschreibst. Davon haben wir so, so viel und das müssen wir einfach noch ja. besser nutzen, das müssen wir in Form bringen, das müssen wir nutzbar und sichtbar machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, worum es in Zukunft geht, richtig, richtig schön gesagt. Mhm. Ist auch bei uns so ein bisschen, also habe ich auch in Be Prepared gefunden, wir argumentieren halt viel zu stark auf die Qualität, die wir bieten, keine Frage, zumindest zum ganz, ganz großen Teil, aber Qualität ist selbstverständlich und was dann hinten noch kommt, ist, ja, wir haben auch so viel Tradition, auch da hast du einen schönen Satz drin, ja, eigentlich interessiert es keinen. Ja, das ist so ein bisschen bittere Entwicklung für all die Traditionsunternehmen, die denken, dass die Botschaft, Mensch, wir machen das schon seit 100 Jahren gut, dass das eine Information ist. Wie viele Unternehmen gibt es, wo steht Handwerkskunst seit 1930 oder so? Ja. Das Problem ist, dass wir alle in einem Prozess sind, der uns zu einem Umdenken gebracht hat. In den letzten 3 bis 5 Jahren wurde das immer stärker, dass wir überlegen müssen, wie geht's nach vorne. Und wir stellen alle die Regeln der Vergangenheit ein Stück weit in Frage oder müssen das. Wir müssen unseren Job neu ausrichten. Wir müssen uns überlegen, wie sieht unsere Zukunft aus? Wie kommen wir dahin? So viele neue Angebote in der Zukunft und so viele Chancen. Und wir fangen an, uns dorthin auszurichten. Was wir nicht machen ist, dass wir die alten Regeln als ein Argument für die Zukunft sehen, sondern wir sagen, okay, das ist gestern gewesen, so hat es gestern funktioniert, ich muss mich verändern, bitte liebe Handwerker, wo habt ihr euch denn verändert? Wo seid ihr dieser neuen Zeit entgegengekommen? Wo habt ihr Services, vielleicht auch im Bereich der Digitalisierung, wo kann ich mir zum Beispiel mal ein JPEG angucken, wie mein Objekt, was ich in Auftrag gegeben hat, jetzt gerade aussieht, so als Zwischenstand oder so. Also Dinge, die einfach mit dem Smartphone und 2 Klicks zu bewerkstelligen sind, wo man den Kunden über zum Beispiel Prozesse des Entwickelns aufklärt. Klar, das war vor 20 Jahren noch nicht möglich, aber jetzt ist es möglich und die Kunden, ich glaube, die erwarten ein Stück weit, dass man hier nach vorne blickt und Tradition ist, sorry, ist nichts. Uns fliegen die Banken um die Ohren, die großen Marken um die Ohren, Philips, Grundig, wie sie alle heißen, Telefunken, die haben alle ihre Riesenprobleme, die müssen alle kämpfen und all das, was sie in der Vergangenheit Tolles gemacht haben, ist dann auf einmal nichts mehr wert. Ja, es ist hart, aber es ist eben so. Ja, man muss sich damit anfreunden. Jetzt haben wir im Handwerk ja nicht nur das oder was heißt? Im Moment haben wir mit Kunden, zumindest mit der Anzahl der Kunden, ziemlich wenig Probleme. Im Handwerk haben wir mehr die Schwierigkeit, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben, dass wir nicht genügend junge Leute vom Handwerk begeistern können. Vor allem, wir können nicht die vom Handwerk begeistern, für die das Handwerk eigentlich die richtige Entscheidung wäre, aufgrund ihrer Neigungen. Wie siehst du das? Hast du da Ideen? Gibt es da Sachen aus anderen Branchen? Wie machen die das? Also erstmal gibt es dieses Problem in allen Branchen, wirklich ausnahmslos. Also überall, wo wir hinkommen, ist dieses Fachkräftethema ein Riesending. Was wir beobachten ist, dass die jungen Leute gar nicht so sehr auf ein gutes Einkommen nur fixiert sind, sondern denen ist zum Beispiel wichtig, Generation Y ist ja auch so ein Thema, die fragen die bis 30-Jährigen, wie verbringe ich dort meine Zeit, wenn ich in dem Unternehmen arbeite? Mhm. Und dieser Punkt, das war früher, traditionell ist das Wort dazu Betriebsklima. Das ist denen aber extrem wichtig. Wir haben für Monster einige Studien auch begleitet, das ist ein Stellenvermittlungsportal. Und da sieht man ganz genau, dass hier der Punkt ist, es geht weniger um, wie kann ich jetzt schnell viel Geld verdienen? Es geht mehr darum, wie kann ich die Zeit, die ich mitbringe und investiere, wie kann die qualitativ hochwertig sein? Also kann ich beim Meister wirklich was lernen? Hört er mir zu? Rede ich mit dem auf Augenhöhe? Hat er Vertrauen in mich? Gibt er mir Freiheiten? Guck mal, wir haben früher Systeme gehabt, da gab es dann so und so viele Tage Urlaub und Arbeitszeiten von, weiß ich nicht, 9 bis 17 Uhr oder je, 9 to 5.
je nachdem, wie die Branche aussieht. Das ist ja alles Quatsch. Du musst heute eigentlich den, den Leuten Vertrauen entgegenbringen. Du musst sie stolz machen, dass sie bei dir arbeiten dürfen, weil du bist auch ein toller Arbeitgeber. Und du sagst zum Beispiel, wir haben Jobs, die müssen gemacht werden und die entziehen sich eigentlich diesen alten Systemen. Will sagen, wenn wir jetzt heute mittags erst anfangen und abends bis 24 Uhr durcharbeiten, dann ist das so. Aber wir machen das gezielt für den Kunden und du wirst sehen, der Kunde wird uns lieben und wir machen das jetzt. Und dann musst du halt morgen ein bisschen länger ausschlafen, das ist dann auch okay. Oder wir sehen den Urlaub flexibel. Du kannst, wenn du willst, und wir haben wenig zu tun, kannst du einfach mal 2 Tage zu Hause bleiben. Wir zählen das jetzt nicht alles auf, aber wenn es eng wird, dann sind wir ein Team. Und dieses so, dieser Spirit, den du da brauchst, dieses eben nicht in deutschen Rahmen denken, das ist, glaube ich, gefragt. Und wenn du das den jungen Leuten anbietest, sagst, hey, ich glaube an dich, hier gibt's Optionen, dass du dich entwickelst, du hast eine gute Zeit hier, du lernst was, ich bring dir auch die eine oder andere Weiterbildung noch nahe, dann sind die wieder da. Ich glaube, das ist der richtige Weg, die Leute stolz machen, bei dem Unternehmen arbeiten zu dürfen, weil es einfach ein tolles Unternehmen ist. Ich werde dich jetzt als meinen Marketingleiter anstellen. Gerne, ich berate also, mehrere Unternehmen. Ich kann wirklich, auch dich beraten. Ja, also nee, ist wirklich wieder genau, also ich hätte es natürlich in meinen Worten gesagt, aber es wäre das Gleiche gewesen. Und was ich so aus deiner Antwort auch raushöre, ist einfach, gerade da hätten wir ja im Handwerk unglaubliche Chancen, weil wir ja viel näher an den Leuten dran sein können aufgrund der Firmenstrukturen. Also ich kenne den Chef im Handwerk ja in der Regel wirklich noch persönlich und kann mich da austauschen, kann viel besser auf die Leute eingehen als in einem Konzern mit 10.000 Mitarbeitern. Absolut. Und da haben wir Stärken, die wir einfach noch besser einsetzen müssen. Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Kann ich noch was einwerfen? Immer her damit. Viele große Unternehmen fragen uns im Augenblick, wie ist denn so die Work-Zusammenstellung der Zukunft. Wie können wir uns denn aufstellen? Weil die großen Konzernstrukturen, wie du richtig beobachtest und sagst, die haben natürlich keine Zukunft. Da sind viel zu viel starre Systeme, zu viel Politik, zu viel Controlling, da entsteht nichts. Mhm. Dann sagen wir den Unternehmen, orientiert euch an den Startups. Das sind meist kleine Teams, wo die Menschen noch an einen großen Tisch passen und wenn einer telefoniert, kriegt der andere mit, was da gesagt wird. Alle sind genau auf dem Stand der Dinge, alle kämpfen in eine Richtung und haben richtig Spaß, essen zwischendurch ihre Pizza oder gehen ins Kino und entwickeln wie wild tolle neue Sachen. Mhm. Und genau diese kleine Struktur, dieses man kennt sich, man arbeitet zusammen, man kennt auch die Schwächen des anderen und man hilft sich auch gegenseitig. Das ist ja das, was im Handwerk in den kleineren mittelständischen Betrieben ja genau da ist. Also wo die großen Giganten sich eigentlich die Finger nachlecken würden, dass sie so Ausgangspositionen haben. Und ich denke, das muss man einfach nur positiv spielen, umdrehen, nicht sagen, wir haben Nachteile, wir haben ganz viele Vorteile im Handwerk. Und die müssen nur vom Spirit her mehr rauskommen. Das ist auch wieder rauskommen. Also fällt mir jetzt gerade was ein, ein Unternehmen, das ich auch immer auf Facebook beobachte. Das ist ein Installateurbetrieb und die sind gar nicht so groß. Ich glaube, das sind insgesamt 6-7 Leute oder was. Aber das sind richtig ganz junges Team und das sind einfach Buddies. Ja, die gehen dann noch zusammen ins Fitnessstudio und posten das auch auf ihrer Seite. Also man sieht wirklich, super. Ja, das ist einfach, da sind ein paar Kumpels. Und die machen dazu noch richtig coole Heizungen, damit die Leute nicht frieren müssen. Und die zeigen das auch wirklich. Und das finde ich richtig, richtig cool. Ja. Und die reden drüber. Ja, genau, das ist auch wichtig. Ja, genau, du machst gute Arbeit und du machst es deutlich. Heute sind die Menschen bis ins hohe Alter in der Lage, die Maus zu führen und sich mal bei Google den Namen des Handwerkers einzugeben. Und dann passiert was ganz Wichtiges. Dann entscheidet sich einfach alles, ob die Ansprache so ist, dass derjenige, der sich interessiert, sich verstanden fühlt oder ob das nur die üblichen Dinge sind. Wir sind ein Traditionsunternehmen seit so und so. Wir arbeiten nach Normen so. Ich kenne das jetzt nicht, wie in der Branche normalerweise kommuniziert wird. Aber ich würde mal wetten, dass man das ganz kritisch mal durchleuchten muss und überlegt, was sind denn wirklich die interessanten Botschaften? Wie kann zu dem Kunden sagen, wir denken für dich mit, du kannst uns einen Teil dieser ganzen Sorgen, die du hast, anvertrauen,
wir lösen das, wir sind schnell, wir sind zuverlässig. Wir sind nicht billig. Hallo, das ist genau das falsche Signal, sondern die Zukunft, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist Discount und billig. Das wird einen Großteil natürlich des ganzen Business auch im Handwerk wegfressen. Das muss man auch realistisch sehen. Aber die Zukunft für euch leidenschaftliche Handwerker ist, in den Premium-Bereich zu gehen und zu sagen, wir machen hier etwas mehr, als ihr erwartet. Wir denken ein bisschen für euch mit, liebe Kunden. Wir geben uns hier Mühe. Wir haben eine ganz andere Liga. Du kannst es schmutzig und dreckig und schnell und billig haben. Das ist aber doch nicht das, was du wirklich willst. Insoweit wird sich da langfristig dann die Spreu vom Weizen auch trennen, wie in allen Branchen gerade. Also für alle, die in dieser Richtung jetzt dann auch was machen wollen. Also wir haben das schon aufgegriffen und ich habe es immer wieder gesagt, ich empfehle euch wirklich dieses Buch Be Prepared. Und ihr habt ein feststehendes Angebot aus den Dingen, die ihr macht, also das Fachliche. Und da haben wir 30 Trends drin, wo man sich überlegen kann, braucht das mein Kunde? Wie kann ich mein Angebot dementsprechend wirklich aufwerten dadurch? Und das ist sehr, sehr nah am Menschen dran, was ich bei einem Zukunftsbuch wirklich richtig, richtig gut finde. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an und ich packe das auch mit in die Shownotes rein. Absolute Empfehlung von mir. Jörg, mach doch mal ein kleines Event. Wir beide gehen mal auf die Bühne, stellen mal ein bisschen dar, was sich da gerade tut, auch mit einer interessanten Präsentation, wo die ganzen Filme und all das, was wir so gerade sehen im Handwerk, was da passiert, wo man das darstellt, danach diskutiert, könntest du dir mal überlegen. Wäre doch mal ein Angebot für dich. Da mache ich mir sofort eine Notiz. Hab auch schon einen Partner im Blick, da komme ich auf jeden Fall wieder auf dich zu. Derjenige hört das wahrscheinlich im Moment auch. jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du kriegst Input aus der ganzen Welt. Was ist so die tollste, die beeindruckendste Aktion aus dem Jahr 2016 im Marketingbereich oder was auch immer, die dich zum Lachen oder zum Staunen gebracht hat? An was denkst du da, wenn ich dich das so frage? Also an Marketingaktionen ist es generell zu sehen, dass die klassische Werbung eigentlich keine Zukunft mehr hat. Es geht ganz viel darum, dass man als Gastgeber Diskussionen ermöglicht. Also Beispiel, wenn es jetzt um ein Thema im Handwerksbereich geht, ist der Anbieter eigentlich mehr ein Vermittler von Optionen und berät, indem er sich reindenkt. Also es ist mehr ein Dialog und weniger von oben nach unten. Also du sagst nicht, ich habe ein tolles Produkt, hier sind die Punkte, kauf das, sondern du sagst, lass uns mal reden, was du brauchst. Wir machen uns gemeinsam Gedanken. Ich weiß auch nicht alles. Ich bin auch nicht der Allwissende, aber ich mache mich schlau und dann gucken wir mal, was wir das Richtige für dich finden. Da ändert sich was. Ich glaube, dass es ganz spannend ist, da genauer hinzugucken, weil Beratung ist immer wichtiger im Augenblick. Okay. Weil die Menschen haben immer mehr Fragen, was bedeutet das zum Beispiel so Dinge wie das Internet der Dinge, was bedeutet das? Da muss der Handwerker heute auch wissen, was das bedeutet, was da möglicherweise auf ihn zukommt. Weil der Kunde ist unsicher, ob er jetzt noch hier rein investiert oder ob die Investition dann vielleicht in 2-3 Jahren, weil sich die Welt verändert, dann nicht mehr schlau ist. Mhm. Da muss es Meinungen zu geben. Also das heißt, Marketing bedeutet heute nicht mehr Spezialist, sondern eher Generalist für das zu sein, was rund um das Thema gerade passiert. Also breiter aufstellen. Also auch da wieder den Menschen im Blick haben. Das ist, glaube ich, so zusammenfassend das Wichtigste, oder? Genau. Ja. Also es gibt ein schönes Beispiel, das ist jetzt nicht von 2016, aber ich glaube, es ist aus dem Buch von Sabine Hübner, Service macht den Unterschied. Ja. Da gab es ein so ein Beispiel, das fand ich ganz, ganz toll. Da gibt es eine Finanzierung für ein Haus. Der Banker zieht das durch mit dem Kunden und alles ist wunderbar. Das Richtfest findet statt. Und dann kommt der Banker vorbei mit Gummistiefeln auch auf die Baustelle und bringt einen kleinen Baum mit und sagt, Mensch, wir haben das jetzt hier zusammen mit der Finanzierung super hingekriegt. Ich bringe Ihnen für Ihren Garten mal einen Baum mit. Mhm. Wunderbar. Und was passiert dann? Nach
ein paar Jahren meldet sich der Banker und sagt, Mensch, wie sieht's bei dem Baum aus? Ist er jetzt gewachsen und wir haben ja damals das irgendwie gut hingekriegt. Wie sieht's denn aus? Renovierungskosten, kann ich da behilflich sein? Vielleicht noch eine Garage dazu, sollen wir noch mal reden. Das heißt, nicht nur die Leistung war jetzt wichtig, sondern einfach auch diese Verbindung und dieses Verständnis, dass wir niemals, auch als Handwerker, nicht nur immer einmal in Frage kommen bei einer Entscheidung, sondern dass es um Prozesse geht, also auch später in der Nachbereitung oder auch in der Beratung für andere Projekte. Da muss eine Verbindung hergestellt werden. Und das, glaube ich, ist ein ganz spannender Gedanke. Macht euch doch Gedanken da draußen, wie kann ich mit kleinen, überraschenden Ideen so eine Connection herstellen, so einen Leim zwischen Kunde und, weil Loyalität ist das Entscheidende in Zukunft. Das war schon fast ein Schlusswort. Also das wäre jetzt so am Schluss gekommen, dass ich sage, richte nochmal einen Appell an die Handwerksunternehmer. War schon fast einer. Ich gehe eine Frage, die ich stellen wollte, noch nach vorne. Wir haben jetzt viel über dein Buch gesprochen. Du hast auch gerade das Buch von Sabine Hübner genannt. Gibt es sonst so einen Buchtipp, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen? Ja, das ist von Jörg Mosler, heißt Glücksschmiede Handwerk. Erfolg wird aus Leidenschaft gemacht. Das finde ich großartig. Ich liebe es. Ich gucke gerne rein. Und wir können auch, wenn du magst, bei Zeiten auch nochmal über dein Buch reden. Kannst ja mal gucken. Dann frage ich dich mal zu ein paar Punkten in deinem Buch. Gerne. Würde mir auch Spaß machen. Das kann ich auch in meinem Podcast dann unterbringen. Es gibt zwei Bücher, die ich empfehlen würde. Die sind von dem Christoph Käse. Das ist ein Big Shot bei Axel Springer. Mhm. Und die sind eigentlich ganz schlau. Die sind vor ein paar Jahren nach Silicon Valley gegangen mit dem Führungsteam. Und die haben sich da wirklich, ich weiß nicht, ein halbes Jahr haben die da gelebt und haben versucht zu verstehen, was da passiert. Und das ist spannend geschrieben. Das ist auch gut erzählt. Da gibt es zwei Bücher von dem Christoph Käse. Das eine heißt Silicon Valley. Das ist nur 3 Jahre alt, kennst du bestimmt. Ja. Und jetzt hat er eins rausgebracht, heißt Silicon Germany. Und da bei Silicon Germany versucht er ein bisschen Tipps zu geben, wie wir uns an die neue Zeit irgendwie rantasten können. Und sagt zum Beispiel, darf ich den einen noch? Hast du noch 3 Minuten für mich? Ja, dann erzähle ich dir. Ja. Da sagt er, und es ist ein schöner Gedanke, wir Deutschen versuchen immer alles perfekt zu machen. Und das kostet uns wahnsinnig viel Kraft. Und bevor wir dann nicht das Perfekt haben, geben wir das nicht raus. Die Amerikaner, und das ist eigentlich so ein bisschen so das Ding der Zeit, die geben nicht so viel auf den Perfektionismus, sondern auf die Entwicklung, auf die Evolution. Das heißt, du kannst auch etwas anbieten, was noch nicht hundertprozentig durchdacht oder halbfertig ist erstmal. Aber du sagst, wir kriegen im Laufe der Zeit, wir werden das optimieren. Wir arbeiten da dran. Und es wird am Ende für dich eben besser sein, als wenn du zum Liefertag einfach nur das Top-Produkt bekommst, aber 3 Monate später ist das schon wieder veraltet. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass man auch in Prozessen denkt und sagt, wir haben auch Mut zur Lücke und wir entwickeln gemeinsam weiter. Also, das wäre mein Tipp, Christoph Käse, Silicon Germany und Silicon Valley, kann man gut mal so zwischendurch lesen. Das packe ich mit in die Shownotes rein. Das erste kenne ich, Silicon Germany kenne ich selber noch nicht, aber ich werde diesen Tipp auch selbst aufgreifen. Also es war schon unglaublich viel drin jetzt in diesem Interview und wir haben, also ich habe auch ein bisschen länger gemacht als normalerweise, aber ich könnte noch ein bisschen. Sorry. Ist überhaupt kein Ding. Ich find's richtig klasse, auch vom Input her. Machen wir es so, gib doch trotzdem nochmal, auch wenn eigentlich schon viel drin war, den letzten Appell, dein Schlusswort an die zuhörenden Handwerksunternehmer so für das kommende Jahr. Was sollten wir tun? Was steht an? Ja, ich würde euch raten, liebe Handwerker, stellt euer Business in Frage, überlegt, was kann ich mal aus einer anderen Perspektive nochmal ganz neu machen. Das ist ja nicht so, dass man das jetzt sofort umsetzen muss. Aber es wäre gut, sich jetzt Gedanken darüber zu machen. Und zwar nicht nur als spielerische Übung, sondern noch stärker aus Sicht des Kunden. Dass man sich vielleicht 1-2 Kunden mal vornimmt, auch im Handwerksunternehmen ein kleines Team bildet und sagt, wir nehmen uns jetzt mal 1-2 Tage in unregelmäßigen Abständen und da denken wir darüber nach, wie wir den Kunden überraschen könnten.
was wir dem vielleicht noch als kleines Geschenk nach der Arbeit geben können, was wir dem im Vorfeld, vielleicht gibt es einen Anamnesetermin, wo man erstmal zusammensitzt und sagt, Mensch, wo drückt der Schuh? Was können wir noch machen? Wie können wir unseren Service erweitern? Und wenn man da ein bisschen Gehirnschmalz reinpackt, das ist auch gar nicht so schwer, weil es ist noch verdammt viel zu tun, gerade in diesem ganzen Serviceumfeld. Dann, glaube ich, kriegt man ein Sprungbrett in die Zukunft, weil das ist das Beste, weil der Kunde, der das erlebt, was dann für ihn also an kleinen Zusatzleistungen gemacht wird, der rennt in seinem Bekanntenkreis rum, im Bereich Business, im Firmenbereich, aber auch im Privaten, und sagt, Mensch, der Handwerker, wisst ihr, was der gemacht hat? Da ist der Banker dann mit einem Baum gekommen und hat den uns den geschenkt. Da ist der Handwerker gekommen, der hat uns dann nochmal das und das noch an die Hand gegeben. Oder nach einem Monat kam noch diese Aufmerksamkeit. Die kleinen Dinge sind die, die das ganze Spiel dramatisch verändern. Und die werden gefordert sein. Die sind jetzt wichtiger als nie zuvor. Also bitte in die Richtung denken. Super, ganz tolles Schlusswort. Ich kann jetzt nicht anders. Zu diesem Schlusswort muss ich einfach Folgendes sagen. Wenn ihr in dieser Richtung was machen wollt, guckt mal auf meine Homepage, schaut euch mal meinen Workshop an. 5-Sterne-Service, der Weg zum Service-Champion. Da geht's genau um diese Dinge. Das muss ich am Rande jetzt einwerfen. Dann danke ich dir, Oliver. Es war richtig, richtig viel toller Input, auch wenn es etwas länger war als die normale Folge, die so 15 Minuten kürzer ist. Aber das nehmen wir heute richtig, richtig gerne mit. Danke an dich. Ich hoffe, du euch gerne. Ja, super. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei beim Workerscast. Macht's gut. Ciao, euer Jörg. Das war der Workerscast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, dann würde es mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel über iTunes abonnierst, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und mir Feedback gibst und natürlich auch, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen teilst, damit wir so viele Handwerker wie möglich erreichen. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann freut es mich ebenfalls, wenn du mich auf meiner Homepage besuchst, www.jörg-mosler.de. Da findest du auch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zu meinem Blog. Und in meinem Shop habe ich 3 kostenlose E-Books mit einer ganzen Menge Tipps für dich vorbereitet. Schau da mal vorbei und ansonsten freut es mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören hier beim Workerscast. Mach's gut, ciao, dein Jörg.